So, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich besuche nette Aussicht, den verlässlichen Verleih und den Leuchtturm. Ich versuche das Ganze diesmal wieder natürlich in einer Runde zu machen. Ich hatte das Video auch gestern quasi schon hochgeladen, aber ich habe dann gesehen, die geleakten Aufgaben haben sich irgendwie, der eine hat das gesagt, der andere hat das geschrieben. Da habe ich gesagt, nee, komm, machst du lieber so, wenn sie auch zählen. Weil ich weiß nicht, ich finde es irgendwie komisch, Aufgaben zu leaken. Ich weiß nicht, ja, irgendwie, keine Ahnung. Ich mache die Aufgaben lieber dann, wenn ich auch die XP dafür sehe. Ist zwar dann alles ein bisschen stressig, weil logischerweise prominent lang drum rumzureden. Der, der als erstes hochlädt, hat natürlich die Vorteile, ist einfach so. Und da ich arbeiten bin und noch Familie habe, ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Also, Leuchtturm ist klar, ist hier. So, dann von hier, boah, hier können wir auch direkt schon ein Kopfgeld aktivieren. Zack. Haben wir das nämlich auch schon mal. So, dann geht's weiter. Zack, jetzt muss ich selber gucken. Aber ist ja alles markiert. Ach, das ist die John Wick Hütte. Boah, 1 Kilometer. Ah, da müsste ich eigentlich. Ja, doch, da können wir mit dem Boot komplett einmal außen rumfahren. Müsste eigentlich safe. Ja, ist noch da. Bam, bam, bam. Eigentlich müssten wir es in einer Runde schaffen. Weil das Schwierige war jetzt echt. Da den Leuten. Ah, ich muss außen rumfahren. Mich wundert das so, dass die Haie wieder drin sind. Erst waren sie weg, jetzt sind sie wieder da. Und wie gesagt, mit den Kopfgeldjagden, habt ihr ja gerade gesehen, einfach im Vorbeigehen machen. Bam, 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 900 Meter noch. Aber wie gesagt, müssen wir jetzt eigentlich in einer Runde machen? Ich glaube nicht, ne? Nee. Weil damals hatten wir ja auch Aufgaben, wo man das alles dann in einer Runde machen musste. Ach, ich muss aufpassen mit dem Sprit. Der könnte mir zum Problem werden. Weil wir legen euch nicht hier querfeldein über die Insel, mich hochbauen sollen und dann rüberfliegen soll. Ah, ich glaube, das werde ich auch machen, weil außenrum. Ich glaube, das wird nichts. Ah, Sprit wird leer. Einmal kann ich noch boosten. Und. Und Tank leer. So, dann bauen wir uns direkt mal hoch. Und nochmal, erstmal danke auch nochmal für die ganzen netten Kommentare und alles, ne? Ist natürlich alles nicht selbstverständlich, was ich so mache. Aber mit den Tresoren, muss ich euch sagen, Grüße gehen raus an iPlayTobi, falls er das sehen würde. Aber natürlich tut er das nicht, weil warum soll er sich mein Video angucken, wenn er selber Videos hochlädt? Ich habe es dann doch in Dings gemacht, in, wie heißt es denn jetzt, in Craigie. Also da habe ich es dann in 2 Runden gepackt. Ohne Probleme. So, haben wir den Ort auch. Jetzt fehlt uns nur noch einer und der ist hier unten und das wird jetzt eng. Aber sollte eigentlich noch schaffen, wenn ich mich hoch genug bauen kann. Und wundert euch nicht über das Thumbnail. Wie gesagt, das hatte ich gestern schon hoch fertig. Und das lasse ich auch so, weil jetzt werde ich mich wieder in der Zone da drüben angucken kommen und in der Zone, die Aufnahmen sind immer ein bisschen komisch. So, dass das reicht, ne? Eieiei. Wird es ein Fail oder nicht? Ah, ich glaube, ich schwimme. Ich glaube, am besten ist Schwimmen jetzt angesagt. Aber wie ihr seht, es ist eigentlich easy in einer Runde machbar. Hallo, schwimmen, nicht springen. Das wird eng. Das wird eng. Ich habe auch kaum noch Metz. Bam, 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 bam. Aber sollte ich es nicht schaffen, werde ich es natürlich trotzdem machen. Ah, 90 Meter. 80. 70. 60. 50. Ne, da muss ich schon hin. Ah, gut, Hängegleiter funktioniert. Und Aufgabe geschafft. Und in dem Sinne würde ich sagen, so bekommt ihr das auch hin. Ihr habt jetzt gesehen, 4 Minuten. Und euch noch viel Spaß beim Leveln. Haut rein.